Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt mal ein Video an, und zwar von Baku das Video angucken. Und ihr dachtet, Simex wäre schlimm, dieser YouTuber clickbaitet mit dem Körper seiner Freundin. Auch äußerst nice, ja, auch äußerst Über nice. XY macht irgendwelchen komischen Content, findet irgendwann eine Partnerin und versucht mit ihr dann monetär das Maximum aus YouTube herauszuholen. Ich meine, schaut euch nur mal den Kanal von Simex gerade an und ihr wisst, was ich meine. Videos wie, sie war ein Junge, sie will ein Kind von mir, ich habe meine Freundin betrogen oder richtig unangenehme Touch-My-Body-Challenges gehören dabei mittlerweile zum Pflichtprogramm. Natürlich kann man jetzt sagen, Bro, Baku, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und ja, es ist auch nicht schlimm, solange man es nicht übertreibt zumindest. Was, Bruder? Wenn man es mit der eigenen Freundin in den Videos... Ja, also es gibt natürlich manche Menschen, die checken gar nichts und die übertreiben halt auch maßlos, was ich ja jetzt nicht unbedingt so nice finde. Ja, da muss man natürlich schon aufpassen, was man macht, weil dann wird man auf jeden Fall ordentlich gebasht. Ich finde es sehr gut, dass es Menschen gibt, die einfach die Leute bashen, die einfach da gnadenlos drauf gehen und die Leute wegflexen. In dem Sinne, Baku, finde ich sehr nice, ja. Nicht übertreibt, kann man dadurch auch hin und wieder ordentlich Schwung in den eigenen Kanal bringen. Allein schon, wenn die eigene Community aus 10- bis 12-Jährigen besteht, die so langsam Jungs und Mädels nicht mehr ganz so eklig finden und bei denen der eigene Pipi-Mann so langsam die Kontrolle übernimmt. Aber mal Spaß beiseite, im Prinzip ist da auch nichts Schlimmes bei. Wenn es da draußen Leute gibt, die sich für einen interessieren oder gerne Cringe-Compilations ansehen wollen, dann ist das in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung. Abgesehen davon, dass ich diese Videos selber nicht ertragen kann, aber das nur mal nebenbei. Was ich allerdings nicht ganz okay finde, wenn YouTuber dieser Art Videos so aufbauen, dass die eigene Freundin für Klicks sexualisiert wird. Schauen wir uns dazu einfach mal dieses Video hier von Artium, einem Sidekick von Henry, an. Der ein oder andere wird Henry durch seine 600.000 Abonnenten sicherlich irgendwoher. Ich muss sagen, ich habe den schon mal gesehen, so von YouTube her, weil der halt viele Abonnenten hat. Aber ich habe mir nie ein Video angeschaut, weil mir schon immer die Titel viel zu cringe waren. Kennen. Der Typ macht ähnlichen Content, aber bei weitem nicht so schlimm wie der heutige Fall. Wahrheit oder Pflicht mit Mädchen. Mit Küssen und Ausziehen extrem. In diesem Video sitzt er mit einem anderen YouTuber und seiner Freundin an einem Tisch. Die drei spielen, wie im Titel beschrieben, Wahrheit oder Pflicht und müssen nacheinander Zettel mit verschiedenen Aufgaben ziehen. Soweit so gut. Jetzt warten natürlich alle 12-Jährigen vor den... Alter, seit wann ist Baku der neue Mimi? Baku, Bro. Seit wann adaptierst du den guten alten Mimi? Im Monitor gespannt darauf, dass das, was im Titel versprochen wurde, eintrifft. Allerdings sieht man in den 12 Minuten lediglich nur, wie sie sich drei Armbänder auszieht und wie Henry 20 Sekunden vor Schluss einen Zettel zieht mit der Aufgabe, die Freundin von Artium zu küssen, mit Zunge, und das Video endet vollkommen überraschend mit diesem Bild. Wieder mal ein Fall von Clickbait sein Urgroßvater. In den Kommentaren sieht man aber auch wunderbar, auf was für einem geistigen Niveau wir hier unterwegs sind. Ah, warte! Mecke nur ich, dass da steht, küsse den rechten Person und recht von ihm ist doch Artium oder keine Ahnung, vielleicht bin ich dumm. Ja, bist du, Mann. Henry hat einen Zettel gezogen, wo drauf steht, dass er die Person rechts von ihm küssen soll und aus seiner Perspektive sitzt die Freundin rechts. Oh Mann, Alter. Weißt du, das Problem ist, da können die YouTuber ja nichts dafür, dass Leute so eine Scheiße reinschreiben, aber es ist halt wirklich brutaler Bullshit, der hier geschrieben wird. Das ist richtig unangenehm. Das ist richtig unangenehm, wenn ich solche Kommentare auch selber lese. Alter, Bigga, das ist wirklich mehr als eine Cringe-Compilation hier. Das ja, ist wirklich mehr. Ihr sagt auch immer ausziehen und macht Armbänder, ihr müsst Kleisungsstücke. Kleisungsstücke. Really, Bro? Digga, das Gerät am Anfang fuckt so ab. Ja, Mann, zeig doch bitte direkt deine Freundin und laber nicht um den heißen Brei herum, meine Fresse, Alter. Wie man schon anhand dieser drei Kommentare merkt, müssen die Zuschauer von Artium relativ jung sein. Denn niemand, wirklich niemand, fällt mittlerweile auf so einen Schrott rein, der länger als ein paar Tage auf dieser Plattform unterwegs ist. Aber da auch ein Artium gemerkt hat, dass seine Zuschauer immer wieder auf denselben Mist reinfallen, hat er sich vermutlich gedacht, Bro, dieses Format kann ich richtig gut ausschlachten. Und so kam dann das zustande. Ein Kill, gleich eine Sache ausziehen mit Freundin Fortnite Challenge. Ja. Das ist immer so unangenehm. Das war ja nicht nur bei ihm so. Ich glaube, das war auch bei Seti Pro oder sowas. Hat auch so richtigen Cringe-Content dahingehend gemacht. Das haben mehrere YouTuber gemacht. Das war ja so im Hype, weil das in Amerika auch gut ankam. Wo ich mir so denke, Junge, wie unangenehm. Wie unangenehm ist das bitte, seine Freundin dafür zu benutzen, um da Klicks zu generieren, damit Leute sich aufgeilen auf die Scheiße. Richtig traurig, ja, richtig traurig. Auch unangenehm ist es, by the way, dass C-Max zum Beispiel, C-Max macht ja auch nur Klicks, weil seine Freundin ja irgendwo mit dem Video ist. Und wir schauen uns einfach mal an, wie jetzt sein Kanal dahingehend abgeht. Hier, seine Freundin ist jetzt überall mit dabei. Hier, seine Freundin ist dabei. Hier ist er nicht mit dabei. Ne gut, hier ist Standard-Skill mit dabei. Ich werde Vater. Ist übrigens auch Käse. Das ist einfach nur irgend so ein Kind, was damit spricht.
Hier ist seine Freundin mit dabei, Freundin mit dabei, Freundin mit dabei. Alles über 100.000 Aufrufe. Yoga-Challenge mit Freundin geht schief, tatsächlich mal nicht über 100.000 Aufrufe. Aber seitdem der wieder mit seiner Freundin Videos macht, macht sein Kanal echt wieder gut Aufrufe. Und guckt euch das mal an, 500.000 Aufrufe, 200.000 Aufrufe und das nur wegen ihr. Wie heftig das da eigentlich ist. Das ist wie, wenn es bei mir nicht läuft und ich hole meine Freundin her und die frontet irgendwelche anderen Leute. Schon macht's Klicks. Das ist einfach nur absolut dämlich und ich kann es einfach nicht verstehen. Ich meine, es ist wirklich nur nebenbei gesagt, ist seine Freundin wirklich eine Hübsche. Aber vermutlich auch gerade deswegen lassen sich die kleinen Boys immer wieder so in die Irre führen. Der Typ startet... Dass die Freundin da aber auch so mitmacht, immer checkt das nicht. Ich muss aber sagen, bei der Freundin, bei dieser Elisabeth, die dort mitmacht, die ist ja extrem famegeil, ja. Die ist ja dermaßen famegeil. Also nur mal so, die geht in sein Video und das erste Video, was sie machen, ist erstmal so für sich werben, beziehungsweise so übel vorlaut sein. Und die ist mega vorlaut, ne? Die übernimmt ja dann das Video von C-Max, obwohl C-Max eigentlich der YouTuber ist. Deswegen, ich muss sagen, die finde ich brutal unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Damit, dass er ein Gewinnspiel ankündigt, bei dem er ein iPhone verlost. Okay, mein Bauchgefühl sagt mir zwar, dass das auch fake sein könnte, aber man weiß ja nie, vielleicht stimmt das ja auch und er verlost mit seinen 70.000 Abonnenten einfach ein Handy, das teurer ist als 500 Euro. Aber darum soll es ja schließlich in diesem Video hier zumindest jetzt gerade nicht gehen, sondern nur um den Körper seiner Freude. Ich meine natürlich nur um die Unterhaltung. Denn sind wir mal ehrlich, das sind doch die Argumente, die dann gerade von diesen Leuten kommen. Ey Bro, es ist doch nur Unterhaltung, was hast du denn? Wir unterhalten doch nur, das ist nur Entertainment. Hm. Ja, das ist Unterhaltung. Aber jetzt pass auf, die beiden sind ja, wie ihr seht, in der Wohnung. Und da sind ja in der Regel so recht moderate Temperaturen, meine ich. Oder was sagt ihr so? Das eigentliche Video startet und sie sitzt einfach direkt mit Mütze und einer dicken Daunenjacke da. Also, wen willst ihr verarschen, Alter? Ach, kannst du dir nicht ausmalen. Naja, aber wer jetzt denkt, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, täuscht sich auch gewaltig, denn es fällt direkt auf, dass der Typ seine rechte Hand so gut wie gar nicht bewegt. Hat er da eventuell das Gameplay-Video von jemand anderem? Alter, wie unangenehm ist das bitte? Also, man sieht offensichtlich, dass es seine Maus nicht bewegt, ne? Sonst würde hier ja sein Handgelenk, sonst würde ja hier seine Hand immer mitbewegen. Er chillt einfach da und guckt einfach nur im Bildschirm. Junge, also sowas Dreistes, ja, also das ist sehr unangenehm, ja. Ich muss sagen, wirklich, das macht auch Spaß, und sowas zu recherchieren, wenn du merkst, dass die Leute wirklich da faken. Ja, weil dann denkst du, ja, jetzt kannst du die Hops nehmen. Und hier nimmt man den halt wirklich gut Hops. Anderem geklaut? Mal sehen, ob mir da in dem nächsten Video was dazu einfällt. Oh, Alter, unangenehm, wirklich. Naja, auf jeden Fall endet das Video natürlich genau da, wo es interessant ist. Und zwar da, wo endlich das Oberteil fallen soll. Aber mit dem Hinweis, dass bei genügend Likes Teil 2 folgt. Das ist so wie bei diesem Meme-Video hier, wo ein LKW auf ein Hindernis zurast, aber es einfach nicht zur Kollision kommt. Es passiert einfach nichts. Geil. Weißt du, ich habe mir das Video bis zum Ende angeguckt und ich saß wie all die 12-Jährigen da und war wirklich bitterlich enttäuscht. Was ist das für eine Scheiße? Da freut man sich einmal, was zu sehen und dann, da seine Kinder-Community, gesteuert durch den eigenen Pipi-Mann, auch nichts hinterfragt und immer wieder darauf reinfällt, kommt es natürlich auch zu den gewünschten Likes und Teil 2 folgt auf dem Kanal natürlich auch wieder mit einem ordentlichen Giveaway. Dieses Mal... Ich habe gerade erwartet, dass der LKW dagegen fährt. Kennst du es nicht? Dieses Video? Da gibt es mehrere Videos. Ich glaube, da gibt es auch so ein Video, da hat jemand so ein, wie heißt denn das? Eine Armbrust. Und der drückt ab und es passiert einfach nichts, weil aus jeder Perspektive diese Armbrust gefilmt wird, aber passiert einfach nichts. Und du denkst, Alter, willst du mich verarschen? Junge, jeder erwartet einfach, dass da der Schuss kommt, genauso wie bei dem LKW. Das ist ein richtiges Armutszeugnis. 2 AirPods. Und Christian, grüß dich, Bruder. Ja, okay. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Sie hat eine Mütze auf und er bewegt kaum die Maus. Sie zieht sich aus, bis nur noch ein Oberteil und eine Hose bleiben. Und beim Aufknöpfen der Hose ist das Video wie immer zu Ende. Einfach Schmutz, Digga. Mineral? Ist das Quellwasser? Ich weiß es nicht, aber ich kenne das. Von Kaufland, ja, Klassik. Das ist das gute Wasser, ja. Schmeckt einfach so richtig... Das ist so... Das ist richtig übel teure, das ist das Markenprodukt. Also das ist die größte Marke aller Wassermarken. Natürlich fragen sich da seine treuen Fans, wann denn endlich das Video kommt, wo sie wirklich alles... Ich trinke nur noch Pro Aqua, ja. Ich brauche ein bisschen Geschmack. ...auszieht. Schließlich sind wir doch nur alle wegen der Freundin hier und nicht wegen dem YouTuber selber, oder? Sehe ich das falsch? Und die Antwort darauf von einem wirklich optimistischen Zuschauer... Chill. Ja, chill mal, Bro. Kommt noch. Ganz bestimmt, Alter. K-Klassik ist der Beweis, dass nicht jedes Wasser gleich schmeckt. Das stimmt allerdings. Kommt ganz bestimmt. Auch hier in diesem Video bewegt sich Artyoms Hand kaum bis gar nicht, wo man vermuten könnte, dass dieses Gameplay-Video auch nicht echt ist und alles von vorne bis hinten einfach erstunken und erlogen ist. Aber
Hier habe ich den Beweis. Der YouTuber mit dem Namen Toxic Freak hat zwar gerade nur 5000 Abonnenten und ist dadurch natürlich nicht so bekannt unter den meisten Zuschauern. Was ja irgendwo logisch ist. Er hat am 9.12. ein Video hochgeladen und im Video von Artium, welches am 13.12. hochgeladen wurde, gibt es da komischerweise sehr krass. Das ist schon unangenehm, ja. Ist schon dermaßen unangenehm, wenn 1:1 das gleiche Video genommen wird. Und man noch nicht mal das hinbekommt, dann wenigstens jemand zu fragen, der ihnen das Video zur Verfügung stellt, aber der das nicht selber auch auf YouTube hochlädt. Dass jemand für einen sozusagen das Gameplay ausspielt. Ähnlichkeiten. Was sagt ihr denn? Guck mal. Also ich finde schon, dass das ein ganz, ganz großer Zufall ist. Ich denke auch, haben wir uns einfach an einem fremden Content bedient? Zugegeben. Ich habe das auch nur herausgefunden, weil es jemand in die Kommentare geschrieben hatte und ich mir das Video von Toxic Freak als Favorit abgespeichert habe. Ja, das macht man generell so. Ich bin auch immer so. Ich leite erstmal in die Kommentare und gucke erstmal, was wurde geschrieben und wo wurde irgendwelche Sachen mit hingeschrieben. Oder manche Zuschauer schreiben mir das auch. Was sehr angenehm ist. Denn als ich jetzt wieder auf dem Kanal war, war der Kommentar komischerweise weg. Der wird doch nicht einfach Kommentare gelöscht haben, damit man ihm nicht auf die Schliche kommt, oder? Weil wirklich einen Grund dazu gab es doch auch gar nicht. Okay, mal abgesehen davon, dass deine Videos in dieser Art ohnehin kaum Aufwand bedeuten, finde ich es wirklich richtig wack, dass du auch noch dazu das Werk anderer YouTuber klaust. Noch wacker finde ich allerdings, dass du deine Freundin in dem Sinne sexualisierst, um durch Clickbait-Titel und Thumbnails auf erbärmlichste Art und Weise Klicks abzustauben. Oder wie erklärst du dir solche Thumbnails? Also das ist wirklich lost auf einem... Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Welche Freundin macht denn das mit? Ey, jetzt mal Real Talk. Die zieht sich einfach aus. Also ich meine, die hat ein BH an. Man sieht ja auch, dass hier ein BH ist. Nichtsdestotrotz, wer macht bitte so ein Thumbnail und sagt, yo, ist in Ordnung. Ey, das ganz ist ja... Ganz andere Niveau, Alter. Hier greift er immer an die Brust. Was ist das? Da macht sein bester Freund mit seiner Freundin rum. Hier knutscht er auf der Couch von seinem besten Freund mit seiner Freundin. So, what the f***? Kommst du überhaupt noch klar? Checkst du noch irgendwas? Man sieht auch auf seinem Kanal, dass die Videos, in denen seine Freundin nicht auf den ersten Blick vorkommt, deutlich schlechter abschneiden. Teilweise haben diese Videos zwischen 5.000 bis 10.000 Klicks. Im Vergleich dazu haben die sexualisierten Videos mit seiner Freundin deutlich mehr. Jetzt stell dir mal vor, eure Beziehung zerbricht, dann kannst du deinen Kanal direkt in die Restmülltonne werfen. Versuch doch einfach mal was Vernünftiges mit einzubauen oder Junge. So. Und auch wenn mir das schwerfällt, nimm dir mal ein Beispiel an Z-Max. Der ist zwar auch cringe in seinen Videos, aber dabei bleibt's dann auch. Das, was Arthur auf seinem Kanal bringt... Das ist gut, ja. Der ist auch cringe, aber dabei bleibt's auch. Ist in meinen Augen wirklich einfach nur der letzte Rotz. Der gesamte Content ist mit Klicks und Fakes auf maximale Reichweite ausgelegt. Und in meinen Augen kann allerdings so ein Content nicht auf Dauer überleben. Denn irgendwann fällt das Kartenhaus zusammen. Und auch die eigenen Zuschauer checken, dass sie verarscht werden. Naja, und was bleibt dir dann? Wenn man nur noch so ein Content bringt, dann auch nicht mehr viel. Ich meine, jeder kennt doch die Geschichten von den YouTubern, die genau auf diese Art und Weise Content aufgezogen haben. Warum man dann genau auf diesen Zug aufspringt und seine Zuschauer ständig mit Clickbait und irreführenden Inhalten verarscht, ist mir wirklich schleierhaft. Aber auch meine ernst gemeinte Frage an die Zuschauer von ihm, die sich diese ein Kill, eine Klamotte ausziehen Challenge ansehen. Was glaubt ihr denn zum Teufel, was passiert? Denkt ihr... Markus, Entwicklung gefällt mir. Der gleichen Meinung. Ich finde das Video sehr gut geworden, ja. Ey, bei Baku war es ja sonst immer sehr eintönig und habe ich auch immer wieder gesagt, ja, hier, da muss noch ein bisschen was her. Aber ich finde, es geht übel voran. Also man merkt einfach so, er will sich da auch verbessern oder er will da mehr Abwechslung mit reinbringen und ich finde das echt gut. Ja. Also viel abwechslungsreiches Zeug hat er mit eingebaut und deswegen, das finde ich sehr nice. Weißt du, Baku nimmt halt die Kritik sich zu Herzen und setzt das auch um und das... Ja.